Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play bei Mac. Heute mit Hunger Games. Ich erkläre gleich, wenn hier wieder Ruhe ist. Ich gehe jetzt erstmal hier weg. Wer das Prinzip kennt, weiß, was ich meine. Ich erkläre es aber gleich nochmal. Schnell hier weg. Ich hoffe, ich überlebe lange genug, um das hier... Ah, ich glaube, das hier ist das... Boah, da sterben schon einige. Okay, ich habe jetzt hier schon mal ein Holzschwert. Alter, sterben die Leute hier. Also jedes Mal, wenn ein Blitz ertönt, stirbt jemand. Deswegen sage ich das ja auch gerade, dass hier so viele Leute sterben. Ja, ich glaube, ich töte mal. Oh. Oh, Gott sei Dank. Die Map ist schon ziemlich komisch hier. Das ist nur hier. Wer lebt denn noch? Was sieht man das? 7 Spieler leben noch. Oh, fuck, dein Goldschwert. Verzichte ich mich lieber. Hä? Fuck. Oh oh. Was jetzt? Nein, ich bin gestorben. Gut. Jetzt kann ich auch mal erklären, wie das Prinzip so ist. Also bei Hunger Games geht es darum zu überleben. Das heißt, man spawnt in einer Arena und in der Mitte sind Anfangsausrüstungen, also sowas wie Schwerter und so Zeugs. Und das versucht man sich natürlich zu holen. Und jeder muss jeden töten. Das heißt, der Letzte, der überlebt, hat gewonnen. Und ja, das ist das eigentlich das ganze Spielprinzip. Was es dazu zu wissen gibt. Jetzt schaue ich gerade hier, wo hier eine neue Runde anfängt demnächst. Ich gehe mal ganz hoch. Also die Arena 10, das war jetzt gerade die war irgendwie kacke. Alter, ich sehe nichts. Okay, das rechts heißt, das sind die Spieler, die schon drin sind. Und die schwarzen sind die, die noch leben. Und da leben nur noch 2. Das heißt, hier wird wahrscheinlich Arena 1 gehen. Ja. Okay, jetzt bin ich drin. Okay, das ist Arena 1. Ja, das da hier geht's gleich wieder los. Moment, ich schau gleich, wann es wieder losgeht. Das müsste links unten eingeblendet. Ah ja, in 7 Sekunden. Okay. Gut, jetzt rennen hier alle hin. Jetzt rennen, wegrennen. Schnellst du mich wegrennen? Ich habe zwar keine Waffe, aber ich hoffe... Also hier liegen auch Kisten überall verteilt. Und die Kisten, die bedeuten guten Loot. Und genau das versuche ich zu erreichen. Hier möglichst guten Loot zu bekommen. Und damit dann zu überleben. Ich schau mal, ob jemand hinter mir ist. Aber nein, da ist niemand. Dann kann man sich das auch craften. Ich weiß nicht. Nope, geht nicht. Also man muss es finden. Gut. Ich hau hier mal ab vom Geschehen. Jetzt können die Leute getötet werden. Also die Map sieht schon mal, ist schon mal ganz nice hier.
Nice. Schöne Landschaft. Ich versuche jetzt hier weiter guten Loot zu bekommen. Ah, da hinten auf der Insel ist wahrscheinlich noch niemand. Da werde ich jetzt, glaube ich, mal hingehen. Ah, ich sollte nichts. Oh, da ist schon der erste tot. Wird von einem Goldschwert getötet. Das ist natürlich bitter, wenn man gleich am Anfang tot ist. Wie ich gerade. Die Map ist schon schön gestaltet. Muss ich schon sagen. Ah, da ist eine Kiste. Sehr nice. Oh, ich könnte was zu essen. Also die Goldrüstung kann ich anziehen, nicht depp. Okay, also hier. Oh, da ist eine Falle. Das heißt, am besten. Aua. Oh mein Gott. Nein! Nicht geschafft. Toll. Ah, ich versuch's nochmal. Ich sehe ja nämlich keinen Spieler weit und weit und breit. Ich kann nicht mehr reden. Wenn man den ganzen Tag Let's Plays macht, dann kann das schon mal vorkommen. Ich hoffe, der Loot ist es auch wert hier. Ah, was war das? Oh, das leckt ein bisschen. Das leckt sogar extrem ein bisschen. Also extrem hart ein bisschen. Hat man ja gerade gesehen, wie lange es braucht, bis der Schaden angekommen ist. Okay. 13 Spieler sind noch übrig. Okay. Oh Mann. Das muss jetzt echt mal hier. Okay, jetzt warte ich, bis der Schaden kommt. Jetzt kommt er. Und jetzt. Nein! Oh. Okay, gut. Ich gehe weiter. Das wird mir zu blöd hier. Wobei wahrscheinlich der Loot schon es wert gewesen wäre. Aber, naja. Man kann nicht alles haben, was man will. Ich suche lieber nach. Ah, die Insel, genau. Ich bin da jetzt erst, bevor ich hier die Kiste entdecke. Hallo? Wieso buggt das um? Das kann man doch kein Hunger Games spielen, wenn das so rumbuggt. Aber naja. Oh, was ist das? Ah, das ist die Wand quasi. Wo die Map aufhört. Alter. Server leckt echt hart, so wie der eine das sagt hier. Das gibt's doch gar nicht. Und ich gehe dadurch ein paar. Ja, gut. Hier, das sollte auch mal aufgebaut werden. Hier. Also, ich meine, dass das Bild aufgebaut wird. So, was haben wir hier? Ah, okay, ich dachte gerade. Hier wäre eine Schlucht. Jetzt sind wir. Ja. Gut. Toll. Server leck nur weiter, ich sage es dir. Dann wirst du den Zorn eines Mech spüren. Aua. Also die spammen den Chat ja gewaltig. Aber ich finde hier echt nichts. Hab jetzt zwar was zu futtern, aber keine Waffen. Ich bräuchte mal Waffen. Ich habe auch keine Ahnung, wo hier Waffen sind. Dem habe ich noch nie gespielt. Sorry, wenn ich mich ein bisschen doof anstelle. Noch 9 Leute sind übrig. Ja, okay. Ah, oh, jetzt nur 8. Wir sterben ja wie die Fliegen. Ah. Aua. Wieso habe ich Lehmer gezogen gekriegt? Was zur Hölle? Geh mal die Höhe. Oh. Wieder. Oh. Fuck. Ey. Alter, jetzt leckt selbst meine Maus. Was soll das? Okay, jetzt habe ich zumindest genügend zu essen. Rüstung habe ich auch einiges. Ich weiß
weiß gar nicht, wie viel es Suppe gibt. Ah, okay. Nicht so viel, aber dafür. Oh, ich versteck mich. Oh, nein, 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 nein. Nein, nein. Renn, renn. Ich will nicht sterben. Nein. Na, toll. Ich bin gestorben. Masupi. Jump'n'Run? Nee, ich will Hunger Games. Okay, jetzt mal schauen. Was gibt's hier so? Ah, ich bin doch so ein Noob. Ah, da geht Arena 3 geht jetzt. Click to join Arena 3. Okay, gut. Jetzt bin ich bei Arena 3. Ah, die sieht ja mal nice aus. Okay, also ja, jetzt habe ich mir gemerkt, die ersten 40 Sekunden kann man nicht gekillt werden. So wie es aussieht. So, hier sind jetzt gerade 13 Leute im Spiel. In der Arena hier meine ich. Sechs Spieler braucht man. Oh, und los. Renn! Renn, du Kacker! Ja. Geh auf! Du Homo, geh auf! Geh auf! Alter, fick dich! Alter! Ho, die Gold. So. Jetzt. Alter, wie das leckt. Seht ihr das? Wie die. Naja. Also die Server sollten mal ein paar runterkicken, ja? Ah, der eine ist left the game, hat das Spiel verlassen. Das kann auch mal vorkommen. Okay, also, was haben wir denn hier? Ein Dschungel. Ein Dschungelchen. Oh, die sieht cool aus, die Map. Oh, der Bergst. Ah, ja, toll. Na, toll. Also, was zur Hölle? Alter, der Server will mich ja wohl trollen hier. Geht ja mal gar nicht, dass der hier so leckt, so richtig hart. An meine Internetleitung liegt's übrigens nicht, denn ich habe eine 100 Megabit-Leitung. Das sollte ich, denke ich, genügen. Und das hier ist ein deutscher Server. Das heißt, der steht wahrscheinlich irgendwo in Frankfurt oder so. Geh, geh, geh. Alter, wieso kriege ich jedes Mal was abgezogen? Das nervt doch richtig. Alter. Toll, ich habe einen Pfeil. Pfeil nützt mir ja mal gar nichts. Oh, das sieht cool aus. Also die Map, die gefällt mir richtig. Muss ich mir merken, Arena 3 ist das. Raw Beef. Ja. Ja, toll. Ja. Ärger mich doch. Ich hab's gegessen, aber kein Hunger. Also, die Hungerleiste hat sich nicht gefüllt. Das ist doch derber Beschiss. Ist das? Das kann man vergessen. Ah, hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Grace Period has ended. Jetzt können die Leute getötet werden. So, wahrscheinlich sterbe ich am Hunger. Oh, fuck. Alter, der Lock. Ah. So, hier komme ich vielleicht hoch. Alter. Die sollten echt mal aufhören, da zu spammen. Na toll. Nein, nein. Ah, ich will mich. Oh, fast hätte ich mich hochgebackt. Naja, ah, hier geht's weiter. Sehr gut. Ich glaube, ich schaff's sogar ganz hoch. Alter, wie die spammen.
Wir wissen ja jetzt, dass es leckt. Da hilft es auch nichts, es tausendmal zu wiederholen. Man kann eh nichts dran ändern. Und die Verantwortlichen sollten da Bescheid wissen. Das heißt, sie sollten das beheben können, indem sie die Leute kicken. Am besten die, die hier leck schreien. Ja, ich hoffe, da oben gibt's überhaupt was Gescheites. Am besten essen und ja.